Wie kommt es, dass Jesus zu seiner Zeit so viele Wunder gewirkt hat und in unserer Zeit sehen wir doch relativ wenig Krankenheilungen in der Kirche? Grüß euch und willkommen zum Minikat zum fünften Sonntag im Jahreskreis. Bevor ich mit der kurzen Katechese zu den Sonntagslesungen beginne, noch ein paar Ansagen vorweg. Erstens, eine Minikat-Abonnentin hat mich gefragt, was mein Senf zu Fiducia Supplicans ist. Beziehungsweise, sie hat eine echte Not zum Ausdruck gebracht. Und zwar die Not, die, glaube ich, viele Katholiken spüren. Wie kann ich auf der einen Seite ein guter Katholik sein, und das heißt dem Papst gehorsam, und trotzdem ehrlich und aufrichtig mit meinem Unwohlsein angesichts der Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren umgehen? Wir werden hier oben nochmal ein Video verlinken, was ich vor 2 Jahren gemacht habe zum Thema, warum die Kirche gleichgeschlechtliche Paare liturgisch nicht segnen kann. Und für alle, die meine Antwort an diese Hörerin lesen möchte, unten unter der Beschreibung des Videos gibt es einen Link zu meinem Substack-Account. Und da könnt ihr den sehr langen Brief lesen, den ich ihr geschrieben habe, wie das eigene Gewissen mit Aussagen des Papstes zu vereinigen ist, die man nicht so ganz unterschreiben kann. Und das ist vielleicht auch für protestantische Leser interessant, weil die jetzige Situation uns etwas zeigt, das viele, viele Menschen oft falsch verstehen, die nämlich glauben, dass das katholische Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes sich auf ausschließlich jede Äußerung des Papstes bezieht, inklusive Flugzeuginterviews, und das ist wirklich ganz und gar nicht der Fall. Die oberste Autorität auch für den Katholiken vor Gott ist sein Gewissen, und dann kommt der Gehorsam zum Papst, und auch der Gehorsam zum Papst ist ganz eng und genau definiert auf bestimmte Situationen, in denen er die Kirche in Glaubens- und Sittenfragen lehrt, wobei es immer darum geht, dass er das Depositum Fidei, also die Lehre, die Jesus Christus seiner Kirche hinterlassen hat, rein und klar bewahrt. Also, aber das ist alles ein Exkurs. Wenn ihr es genauer wissen wollt, unten im Video findet ihr die Beschreibung. Und dort findet ihr auch einen Link zum WhatsApp-Kanal, falls ihr Minikat auf WhatsApp folgen wollt. So, und jetzt geht's endlich los mit der Katechese zu den Lesungen dieses Sonntags, fünfter Sonntag im Jahreskreis B. Wir sind immer noch im Markus-Evangelium. Wir sind das ganze Jahr im Markus-Evangelium. Was ich sagen wollte ist, wir sind immer noch im ersten Kapitel und immer noch am ersten Tag des öffentlichen Wirkens Jesu. Wie ich jetzt schon wiederholt an den vergangenen Sonntagen gesagt habe, hat Markus einen ganz genauen Plan, wie er sein Evangelium anlegt, weil er uns zeigen will, wer Jesus ist. Und das Wichtigste über Jesus erfahren wir in Jesu eigenem ersten Satz, wo er sagt, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt, so viel wie alle Verheißungen des Alten Bundes werden jetzt erfüllt. Die Ewigkeit ist in die Zeit eingetreten. Der Satan ist besiegt. Glaubt an den Sohn Gottes. Und das ist die Botschaft Jesu. Ja? Kehrt um und glaubt an den Sohn Gottes. So, und jetzt beginnt Jesus Zeichen und Wunder zu wirken, die zeigen, wer er ist. Und am letzten Sonntag hatten wir gesehen, dass er in der Synagoge als der neue Moses auftritt, als die Erfüllung der Verheißung von Deuteronomium 18,15 und der Beweis dafür, dass das Reich Gottes in Jesus angebrochen ist, geschah in der Austreibung der Dämonen. Jetzt geht Jesus aus der Synagoge heraus, auf die andere Straßenseite sozusagen, in das Haus des Petrus. Ganz interessant für diejenigen von euch, die schon mal im Heiligen Land waren, wenn man heutzutage nach Kapharnaum fährt, dann kann man dort besichtigen die Grundrisse des Hauses vom Heiligen Petrus. Warum sind sich die Archäologen so sicher, dass man tatsächlich die Grundrisse des Hauses Petri gefunden hat? Das liegt daran, dass man sehen kann, dass seit dem 1. Jahrhundert nach Christus durchgehend dieser Raum als ein heiliger Ort verehrt und beschützt wurde. Man hat dann später eine byzantinische Kapelle darüber gebaut und dann Kreuzfahrerreste. Also man sieht durchgehend seit dem 1. Jahrhundert, dass immer dieser Ort als ein ganz besonders heiliger Ort verehrt wurde. Und deswegen gehen die Archäologen mit sehr, sehr großer Sicherheit davon aus, dass das das Haus des Petrus war, in dem Jesus jetzt seine Wohnung nimmt. Warum werfen die Evangelisten immer so einen Fokus auf das Haus des Petrus? Das liegt
An zwei Dingen. Erstens, weil Jesus tatsächlich im Haus des Petrus war. Zweitens aber, weil sie uns zeigen wollen, dass durch Tod und Auferstehung Jesu und dann ganz besonders durch Pfingsten die Verheißungen an Israel zur Erfüllung gekommen sind und jetzt in der Kirche das Reich Gottes auf Erden angebrochen ist, wenn auch unsichtbar, aber schon gegenwärtig. Und diese Kirche ist gebaut auf dem sogenannten Felsen Petri. Das Haus des Petrus wird nun in der Heiligen Schrift ein Symbol für die Kirche. Und indem uns jetzt Markus einen Jesus zeigt, der vom Haus des Petrus aus Heilungen und Befreiungen bewirkt, zeigt Markus uns, was die Wirklichkeit der Kirche ist. Ja? Jesus ist auferstanden und lebt seit 2000 Jahren in seiner Kirche. Und wenn wir in den Gottesdienst gehen, ganz besonders in die Heilige Messe am Sonntag, das ist der Ort, wo ihr Jesus zu 1000%iger Sicherheit gegenwärtig wissen dürft, weil er sich auf ewig gebunden hat an das Priestersakrament. Er ist gegenwärtig in dem Priester. Er ist gegenwärtig in dem Wort, das er zu uns spricht. Er ist gegenwärtig in der Versammlung der Getauften, die sich dort zusammentun. Und er ist natürlich gegenwärtig in den Gaben von Wein und Brot, die im Laufe der Heiligen Messe verwandelt werden in Leib und Blut Christi. Und deswegen ist die Kirche jetzt das Haus Petri, wo Jesus weiter Heilung und Befreiung wirkt. Wie geschehen Heilung und Befreiung? Dann, wenn Jesus den Glauben vorfindet, der nötig ist für solche Wunder. Aber gehen wir nochmal zurück, jetzt ganz konkret ins Evangelium. Jesus geht also ins Haus des Petrus, verlässt die Synagoge, geht hinüber in die Kirche, in das Haus des Petrus, schon mit den Aposteln. Das heißt, Jesus wirkt von Anfang an in Gemeinschaft mit den Aposteln. Später wird er die Apostel aussenden, das Gleiche zu tun wie er. Und nun sagt man ihm, die Schwiegermutter des Petrus ist krank. Er geht hin und sobald er sie berührt, heißt es, dass das Fieber von ihr wich. Das Fieber wird hier personifiziert, quasi wie eine dämonische Macht, die von der Schwiegermutter weichen muss, in dem Moment, wo Jesus sie anfasst. Er ergreift sie an der Hand, wichtige symbolische Hand, symbolische Handlung, die wir aus dem Alten Testament kennt und die Erwählung ausdrücken soll. Jesus erwählt die Mutter des Petrus, richtet sie auf, aber im Griechischen steht hier das Verb egeiro, das ist das gleiche Wort, das später verwendet wird für Talita, die er von den Toten auferweckt und für seine eigene Auferstehung. Also es geschieht in der Schwiegermutter des Petrus eine symbolische Auferstehung von der Unterwerfung unter diese Krankheit zum Aufstehen in einem neuen Leben, das Jesus schenkt. Wozu? Damit sie ihm und der Kirche dienen kann. Ihr habt ihr in einer ganz kurzen Perikope ganz wunderschön das Geheimnis der Taufe zusammengefasst. Jesus befreit uns von feindlichen Mächten, die uns davon abhalten, ihm dienen zu können. Er schenkt uns neues Leben. Ja, in der Taufe geschieht real Auferstehung in Christus. Falls euch das neu ist, könnt ihr lesen Römer Kapitel 5 und Vers 6. Und dann werden wir befähigt zur Diakonie, zum Dienst an Gott und den Menschen. So, das war jetzt das zweite Bild, das Markus uns vom ersten Tag im Leben Jesu zeigt. Am gleichen Abend, es ist immer noch Sabbat, das wissen wir vom letzten Sonntag, kommen jetzt die Menschen der ganzen Stadt und bringen ihre Kranken und von Dämonen Besessenen vor die Haustür des Petrus. Warum am Abend? Weil sie warten mussten, bis der Sabbat vorbei war. Und jetzt heilt Jesus vom Haus des Petrus aus viele Kranke und viele aus vielen Besessenen fuhren Dämonen aus. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, die sich irgendwie aufdrängt, wie kommt das, dass Jesus zu seiner Zeit so viele Wunder gewirkt hat und in unserer Zeit sehen wir doch relativ wenig Krankenheilungen in der Kirche. So, das hat mehrere Gründe. Zum einen liegt das, fürchte ich, ganz einfach daran, dass Jesus bei uns nicht den gleichen Glauben findet wie bei den Menschen vor 2000 Jahren. Aber selbst in Erdkreisen, wo er diesen Glauben noch vorfindet, wie ich ihn selbst erlebt habe, zum Beispiel in Südindien oder in Afrika, selbst dort
wirkt Jesus nicht so krass viele Wunder wie damals in der Bibel, obwohl er viele Heilungen bewirkt, aber nicht so massiv, dass einfach jeder gesund wird, der ihn berührt. Man muss hier tiefer schauen. Die Wunder Jesu waren vor allen Dingen der Beweis für die Menschen, das Zeichen, dass er der Messias ist, damit sie an ihn glauben, zum Glauben kommen. Ja? Das Wichtige war, dass die Menschen an ihn glauben. Denn nicht die Krankenheilung rettet dich, nicht die Krankenheilung schenkt dir ewiges Leben, sondern der Glaube an Jesus schenkt dir ewiges Leben. Das ist das Entscheidende. Ja? Und als Jesus zum ersten Mal auftrat, musste er diese ganzen Wunder wirken, sonst hätten die Menschen nicht verstehen können, wie dieser Zimmermann aus Nazareth für sich in Anspruch nimmt, der Sohn Gottes und der Messias zu sein. Also Gott wirkt diese Wunder zur Bestätigung für die Identität seines Sohnes Jesus, des Messias. Und eines der im Alten Testament verheißenen Zeichen für die messianische Zeit war, dass Kranke geheilt würden. Gleichzeitig sind diese Krankenheilungen auch ein Vorausbild auf die Wiederkunft Christi. Wenn Jesus wiederkommt in seiner zweiten Ankunft, dann wird er wirklich dieses messianische Reich errichten, in dem es keinen Krieg mehr gibt und keine Krankheit und nichts mehr, was das Leben des Menschen bedrückt, niederdrückt und schwer macht. Wir leben aber in einer Zwischenzeit, in der es darum geht, an Jesus zu glauben und gerettet zu werden und an seiner erlösenden Mission teilzunehmen. Und wie hat Jesus die Welt erlöst? Indem er, wie er immer wieder im Evangelium sagt, sein Kreuz auf sich genommen hat und sein Leben hingegeben hat als Lösegeld für viele. Das Geheimnis des Christentums, das so wenig Menschen zugänglich ist, besteht darin, dass jeder Getaufte in der Taufe eins geworden ist mit Jesus. Und durch die Taufe werden wir ihm gleichgestaltet. Und geheimnisvollerweise werden wir ihm besonders gleichgestaltet durch unsere Leiden. Dort sind wir am tiefsten mit Jesus Christus vereint. Dort ist der intimste Ort der Begegnung mit ihm, weil jedes unserer Leiden, sei es körperlich oder psychisch, letztlich ganz einzigartig und individuell ist. Und Jesus hat durch seine Menschwerdung und sein Sterben am Kreuz alle unsere Leiden und Krankheiten auf sich genommen. Meine Krankheit ist sozusagen der Ort, an dem Jesus mir begegnet, der konkrete, ganz persönliche, individuelle Ort, an dem Jesus mit mir eins wird. Und weil Jesus durch die Taufe in mir lebt, verwandelt er jetzt mein Leiden, das in sich sinnlos ist, in etwas, das den höchsten Sinn auf Erden hat, nämlich das miterlösende Leiden zur Erlösung derjenigen, die Gott nicht kennen oder ihn zurückgewiesen haben. Jeder Christ, der sein Leiden mit Christus vereint, nimmt teil an der Erlösung der Menschheit. Und deswegen sagen uns auch die Heiligen, dass der Christ im Leiden seine höchste Würde in seinem Priestertum erreicht. Das soll jetzt keine Leidensglorifizierung sein, die ist falsch, aber wir müssen das Evangelium beim Wort nehmen. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, dass der, der Christus nachfolgt, Christus gleichgestaltet werden möchte und dass unser Leiden nicht umsonst ist, sondern wie Paulus im ersten Kolosserbrief, im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 24 sagt, das ergänzt, was sozusagen an den Leiden Christi noch fehlt für die Erlösung der Welt. Dass Jesus nicht gekommen ist, das Leiden abzuschaffen zuallererst, sondern dass seine Sendung einen viel dringenderen und wichtigeren Sinn hat, das wird auch noch mal offenbart durch die dritte Episode, die uns Markus an diesem Sonntag vorlegt. Es passiert nämlich Folgendes. Der Tag geht zu Ende. Jesus scheint ganz Kapernaum geheilt zu haben. Und am nächsten Morgen suchen ihn alle. Ja? Weil natürlich alle von diesem Wundertäter gehört haben. Und vielleicht sind jetzt noch die Leute aus den Nachbardörfern alle gekommen und wollen von diesem Wundertäter geheilt werden.
Jesus aber hatte sich an einen einsamen Ort zurückgezogen, um zu beten. Immer wieder zieht sich Jesus zum Gebet zurück, um eins zu sein mit seinem Vater und aus dieser Kommunion mit dem Vater neue Kraft zu schöpfen. Erste Lektion: Wenn sogar Jesus aus der Kommunikation mit dem Vater neue Kraft schöpfen muss, wie viel wichtiger ist es dann für uns, dass wir früh aufstehen, so wie Jesus, und den Tag durch persönliches Gebet beginnen, um aus diesem Verhältnis mit dem Vater heraus in den Tag zu starten. Zweitens aber, Petrus findet ihn schließlich und sagt, alle suchen ihn. Und was sagt Jesus? Lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Hier sagt Jesus ganz klar, wofür er gekommen ist. Seine eigentliche Sendung ist es, das Evangelium zu verkünden, damit alle Menschen an ihn glauben können und auf diese Weise gerettet werden. Deswegen endet das Evangelium des heiligen Markus und Matthäus auch mit dem sogenannten Missionsauftrag. Jesus sendet am Ende die Apostel aus und sagt, geht und verkündet allen Geschöpfen das Evangelium. Das ist der wichtigste Auftrag der Kirche, weil es Jesu eigene oberste Priorität war. Und deswegen hören wir in der zweiten Lesung den heiligen Paulus, der wie kein anderer den Missionsauftrag Jesu verstanden hat, sagen, wenn ich das Evangelium verkünde, so kann ich mich dessen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Dienst, der mir anvertraut wurde. Jedem Menschen, der zur Kirche gehört, ist dieser Missionsauftrag gegeben, und zwar durch Taufe und Firmung. Man kann diesen Missionsauftrag nicht auf Priester oder Bischöfe oder Ordensleute abwälzen. Der ist wirklich jedem Einzelnen von uns aufgegeben. Durch Taufe und besonders Firmung sind wir gesandt, jeder auf unsere Weise, zur Evangelisation der Völker beizutragen. Denn das Wichtigste für jeden Menschen auf der Welt ist es, dass er das Evangelium hören darf, dass er Jesus Christus begegnen darf, in ihm der menschgeliebten gewordenen Liebe Gottes begegnen darf und vor allen Dingen in Jesus die Heilung geschenkt zu bekommen, die noch viel, viel wichtiger ist als jede körperliche Heilung, nämlich die Befreiung von der Sünde und die Heilung vom endgültigen Tod. Und das kann allein Jesus Christus schenken. Insofern lege ich euch allen ans Herz, an diesem Sonntag zu überlegen, was ihr konkret selber zur Evangelisation beitragt. Ja, nicht jeder ist berufen, Videos zu machen, aber wir alle müssen im Alltag auf irgendeine Weise von unserem Glauben Zeugnis geben. Und so lade ich euch ein, als winzigen Beitrag zur Evangelisation, schenkt diesem Video einen Like und abonniert den Kanal, denn das kostet euch nichts, aber fördert die Evangelisation. Und keine Sorge, ich verdiene keinen Pfennig an diesen Videos. Mir geht's mit dem heiligen Paulus. Wenn ich das Evangelium verkünde, so kann ich mich dessen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Gott segne euch.